Oh, da ist mir die Speicherkarte vollgelaufen. Schande. Aber das wollte ich noch erwähnen. Ich bin mit der Orchidee fertig und ich finde, sie ist wunderschön geworden. Mit dem Hintergrund hier bin ich nicht so 100% zufrieden, denn auf dem Original sehe ich hier kein Rosa. Und ich finde dieses hell beige, es ist kein richtiges Weiß, aber diese helle Farbe, ein bisschen unpassend. Das ist aber nur mein Geschmack. Aber das funkelt. Und es sieht richtig gut aus. Gerade hier der Innenteil, einfach nur genial. Hallöchen, zusammen. Dieses Chaos ist ganz schnell erklärt. Und zwar bin ich dabei, meine fertigen Steinchen einzusortieren. Beziehungsweise die übrig gebliebenen. Und da ja dieses Orchideenbild fertig ist, wollte ich jetzt die fertigen Steine da reinklatschen. Aber weil ich das so gut vorbereitet habe, muss ich da jetzt nochmal ran. So. Also, ich habe mir Folien gekauft für Sammelkarten. Das sind 9 Taschen. Die sind, oh mein Gott, man sieht es fast nicht, aber man vielleicht alle von oben erreichbar. Sprich, man kann von da reingreifen und sich dann die Tütchen rausholen. Die Tüten sind halt jetzt wirklich winzig. Ich habe nichts anderes. Aber wenn man bedenkt, dass man ungefähr 450 Farben hat und dann noch 2 verschiedene Arten von Steinen, braucht man so ganz grob 900 bis 1000 Taschen. Und ein 100er Pack kostet bei Amazon so 9 Euro. 8,99 €, die sind, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß die sind, aber die sind auf jeden Fall größer als das und noch größer als die hier. Aber da ist man bei 1000 Taschen mit 80 Euro dabei. Ich habe mir deswegen so viele Huacan-Bilder auch bestellt, weil die ja schon vorgefertigte Tütchen haben. Und mit ein bisschen Glück habe ich gleiche Farben dabei, also kann ich die dann einfach zweckentfremden. Aber anscheinend braucht Huacan über einen Monat. Gut, ich rede jetzt von den Schalen. Ich habe mir insgesamt 5 Huacan-Bilder bestellt. Eins davon ist irgendwo unterwegs, in der Luft, seit über einer Woche. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe mir einen Schnellhefter geschnappt, weil ich gerade keinen anderen Ordner habe. Aber später irgendwann sollen hier oben drauf die DMC-Nummern der Reihe nach hin und auf die Tasche und auf die Tüte ein DMC-Sticker. Da habe ich mir welche gekauft. 4 Stück. Also 4 Packen für 5 Euro. Das heißt, ich habe einmal alle Sticker komplett. Es ist eine Wolke vor die Sonne gezogen und man könnte meinen, es ist mitten in der Nacht. Was ist das für ein Wetter? So, die Sticker. Ich gehe jetzt einfach ganz knallhart nach der Reihenfolge von der Orchidee. Da geht es weiter mit 310. Das habe ich hier schon. Und das geht ins nächste rein. Ja. Und so weiter. Jetzt fehlen mir halt natürlich die Sticker, dass ich sagen könnte, ja gut, dann kommt hier die 154, 155, 158, weil ich nicht weiß, wie deren Nummerierung ist. Denn warum fängt man mit 154 an und nicht bei 1? Und wenn man 450 Farben hat, warum geht das dann bis 3800 irgendwas? Aber gut, es wird schon irgendeinen Sinn haben.
Nur auf diese Art und Weise möchte ich meine quadratischen und meine runden Steine lagern, wenn die übrig geblieben sind. Ich denke nicht, dass ich hier hinten dann noch eine Farbe reinmache. Werde ich aber sehen, wie ich das dann bewerkstellige. Aber ich werde jetzt für das Bild auf jeden Fall diese kleinen Tütchen nehmen und vielleicht nach und nach so alle ein, zwei Monate mal drei Tüten bei Amazon bestellen, so drei Packungen, denn ich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, einen kompletten Monatsgehalt nur in Diamond Painting reinzuklatschen. Diese Folien sind ebenfalls von Amazon und die sind extra gekauft. Es gibt Mappen, aber eine, die ich gekauft habe, ging gleich wieder zurück, weil sie total ungeeignet war. Ich hätte mehr oder weniger zwei Mappen gebraucht und das Cover von dieser Mappe war genauso billig wie der Schnellhefter, also yep. Ich habe so viel Folie gekriegt und die sind alle vorgelocht. Das heißt, die passen in so gut wie jeden Ordner rein. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach zum Zeigen Schnellhefter genommen. Später kommt dann vielleicht für die quadratischen, für die runden extra Ding. Aber ja, mein Gott. Hauptsache ist, das Ding hat jetzt erstmal Platz und nicht, dass ich sämtliche übrig gebliebenen Steine einfach nur in einer Tiefkühltüte drin habe und dann da rumwühl wie in irgendeinem Wühltisch, ja, dass ich dann nicht wie in so einem Wühltisch drin rumgrabe, sondern dass das halbwegs sortiert ist und wenn die DNC-Sticker da sind, kann ich die schon durchnummerieren und ebenfalls die Tüten. Und das bei den runden und bei den eckigen Steinen machen. Oh mein Gott. Nur so soll das dann eben ein Langzeitlager werden. Ich hoffe, es hilft. Und falls ihr andere Vorschläge oder andere Methoden habt, um eure Steine zu lagern, dann bitte schreibt es mir. Und falls ihr eure Steine einfach wegschmeißt, ist das auch okay. Nur ich hatte halt schon ein paar Mal das Problem, dass ich keine hatte oder zu wenig. Und dann möchte ich nicht jedes Mal ein anderes Bild laufen müssen und gucken, ach, ist jetzt die Farbe dabei, sondern dann kann ich einfach hier dran gehen und sagen, oh, 524, die habe ich, gut, dann passt's. Und wie ich das mache, soll eigentlich ja relativ klar sein. Also ich habe jetzt hier das Orchideenbild und hier auf der Seite die Legende und da habe ich stehen, dass die Nummer 4, nee, Blödsinn, dass die Nummer 3 hier, die Nummer 3, die den Code 316 hat. Jetzt habe ich mir hier die 316 rausgesucht. Das mache ich ganz einfach auf. Und kippe das hier sehr sanft rein, denn ich habe, wie gesagt, ein Talent, den ganzen Scheiß sonst mal hinzukippen. So machen, ein bisschen rütteln, damit die Steine nach unten durchfallen, denn diese Tüten sind ziemlich, naja, zusammengeschweißt. Also es braucht ein bisschen gute Zuwendung, damit das die Steine nach unten durchrutschen. Und dadurch, dass ich diese Dose da einfach ausgekippt habe, kann ich sie gleich fürs nächste Projekt nutzen und ich muss diese Etiketten nicht mal abmachen. Ich habe jetzt hier die 6, das wäre 413. So, 414, 413. Ich glaube aber, ich habe da jetzt was übersprungen hier. Zwei Stück, das heißt, ich muss dann hier zwei freilassen. Wieder, ich soll es vielleicht auch zeigen, reinkippen. Ein bisschen schütteln, damit die nach unten durch. Also bis ganz auf den Boden fallen, mein Gott. So, dann habe ich hier die 4. Wo ist die 4? Da.
4 sagt mir, dass das die 318 ist. Einfach draufkippen. Und das könnte ich dann eben gleich fürs nächste Projekt, zum Beispiel die Rose oder den Sonnenuntergang, nutzen. Ich habe jetzt bei der blauen Blume noch ein paar kleinere Döschen leer gemacht, damit ich eben für diese zwei Projekte dann alle beisammen habe. Alle Döschen. So, das war's. Mehr mache ich nicht. Und so arbeite ich mich jetzt Reihe für Reihe durch. Die 356 habe ich schon hier. Das war nämlich nur hier in der Mitte so ein bisschen orange. Das waren vielleicht so 15, 20 Felder. Ist auch gut, wie ich das gemacht habe. Das kann man direkt erkennen, was das für eine Zahl ist. Ja. Gut, vielleicht sind zeitliche doch besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es besser, wenn es voller ist. Das sind alles Dinge, die ich dann noch rausfinden werde. Aber das war eine Idee, die ich von der Ella habe. Kicking Cancer Sparkling Diamond Painting. Und die hat mir halt direkt gefallen. Und es ist auch nicht so ein übertrieben teures System. Lagersystem, denn diese Folien haben vielleicht 14 Euro gekostet. Das sieht erstmal noch viel aus, aber ihr habt den Stapel gesehen. Also da kriegt man einige rein und man kriegt pro Folie 9 von diesen Tütchen rein, vielleicht auch 18, wenn man sie doppelt setzt. Und komm her, so. Seht ihr, wie viele das sind? Also, davon müsste ich vielleicht noch ein weiteres kaufen, dann kann ich alle 1000 Steine unterbringen. Nur 15 und dann die 436 und dann bin ich beim nächsten. Und ich weiß, das ist jetzt nicht hundertprozentig durchnummeriert, aber ich möchte da eben erst warten, bis die DMC-Sticker kommen und dann möchte ich auch erstmal die Taschen hier vorkleben. Denn falls ich mehrere Tüten raushole, weiß ich gleich auf den ersten Blick, welche, wo die Taschen dann wieder reingehören. So, und falls man sich gefragt hat, was ich hier hatte, weil ich hier ja so einen komischen lila Rest an Nagellack hatte. Ich habe mir den Nagel hier ins Nagelbett eingerissen und Nagelkleber draufgepackt und dann mit dem billigsten Nagellack, den ich habe, übermalt. Und als ich den abgemacht habe, war noch Kleber über dem Nagellack drüber. Wenn ich das 3-4 Mal machen musste, weil mir dieser Nagel immer wieder an derselben Stelle aufgegangen ist. Und ich weiß nicht, da... Ich habe ja noch Nagelkleber drauf. Die Scheiße geht nicht ab.